Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Sims Mobile. Und unsere Rosalie ist gerade beim Yoga-Hobby. Und könnt ihr die Motivation sehen, die sie ausstrahlt? Könnt ihr es sehen? Ich auch nicht. Denn sie begutachtet sich wahrscheinlich nur im Spiegel vor sich. Oh, ich sehe so gut aus beim Sport machen. Mensch. Und vor der Toilette, ja. Aber hey. Wir haben unsere Yogamatte im Bad, das ist ganz normal. Und du darfst die Melodie schrammeln. Folgt mal dem Ruf der Natur. Das schadet ja nicht. Mehr Dampf machen. Geh mal duschen nebenbei beim Hobby. Nimm mal eine schnelle Dusche. Wir werden wahrscheinlich gleich auch ein Level-Up haben. Irgendwann. So, versuchen Flexibilität auszureizen. Jetzt hat sie andere Sportklamotten an. Oh, die ist so cool, die Alte. Oh. Meine Güte, die ist ja richtig drauf. Dreieckspose versuchen. Das hat die auch gleich hingekriegt. Bevor wir das abschließen, werde ich mit ihm jetzt noch ein bisschen Sachen verbrauchen. Versuchen, Akustik-Pop-Cover zu spielen. Und? Ja, ich wollte sagen, das klingt nämlich so, als ob es funktioniert hat. Versuchen, komplexe Akkorde zu schrammeln. Gucken wir uns das mal an. Okay. Ob es so klingt oder nicht, ist egal. An Riffs arbeiten. Sie macht Yoga und steht am Handy. Ist ganz normal. So. Isaiah ist im Gitarrenhobby vorangekommen. Yes. Fast zur Hölle, wir haben sie gerade angeklickt. Oh, wir haben 4 Simcash bekommen. Geil. Und Level 25. Wir können jetzt neue Arbeitsflächen. Oh, die sehen auch geil aus hier, ne? Ich würde gern mal eine modernere Küche kaufen, aber das ist wirklich sehr teuer. Also, da kostet so eine Theke 1000, das ist wirklich echt heftig. So, ich würde sagen, sie möchte erstmal eine Party veranstalten. Hat diese Woche nicht geheiratet, hat diese Woche kein neues Merkmal gewählt. Ja, Entschuldigung. Was machen wir denn mal? Studioparty, Konzertparty, Schlemmerparty. Eine Schlemmerparty. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. So, dann werden wir mal im Baumodus die Partysachen verteilen. Hier ist die Schlemmerparty, meine Freunde. Der Partyherd. Nicht, dass einer ausreicht. Nein, wir brauchen noch einen Partyherd. Der sieht so schlimm aus, der Partyherd. Aber wir nehmen ihn. So richtig kackbraun. Der sieht richtig verrostet aus. Party-Schneidetisch. Warum? Wofür? Egal, ich hinterfrage das nicht. Warum kann ich das nicht hier platzieren? Weil es draußen ist wahrscheinlich, ne? So, ich packe jetzt hier einfach beide Party-Schneidetische hin. Gibt es die auch noch in schön?
Was frage ich eigentlich? Okay, in Schwarz aber zumindest. Mit schwarzem Untergrund. Hängende Töpfe und Pfannen. Das kann man auch allgemein gut in der Küche platzieren, ne? Boah, ich finde grün voll geil. Grün passt da rein. Partyhähnchenplatte. Wir packen jetzt dreimal Hähnchen auf den Tisch. Moment. Partysalatplatte. Okay, die kommt wirklich in die Küche. Oder auch nicht. Dann kommt die hier hin. Ist das cool, ey. Deckenstrahler. Das passt sich, weil wir haben in der Küche noch keine Beleuchtung. Gibt es das auch in schön? Ja, wir nehmen weiß. Und im Flur haben wir, glaube ich, auch noch keine Beleuchtung. So. Kochhobby, Gastronomie. So, man hat natürlich drei Hähnchen auf dem Couchtisch liegen. Ist ganz normal. Und zwei davon da hängen, ist ganz wichtig. Und im Flur steht jetzt auch noch mal Salat. Das ist ganz natürlich so. Oh Mann. So, jetzt haben wir alles verteilt hier. Kochhobby. Das haben wir ja schon weitestgehend. Gastronomie, das unglaubliche Wandregal, aber das will ich jetzt nicht. So, wir müssen hier unsere Dinger noch verteilen. Die Frage ist nur, wohin? Oh, da oben. Da, auf dem Schrank. Unsere neuen Talismännchens, die dann irgendwann in den Flur wandern. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts Brauchbares mehr, ne? Nee. Na dann kann die Schlemmerparty von Rosalia beginnen. Tempotechnik weitergeben an Rosalie. Guck mal, Rosalie, so macht man das. Ach so, ja, jetzt habe ich Bildung erhalten, meine Freunde. Bildung. Beziehungslevel 3 mit einem Sim erforderlich. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, was machst du? Du kannst hier nichts Hobbymäßiges, glaube ich. Doch, nee. Sie kann aber Arbeit machen. Herbstkollektion Profi-Tipps geben für Isaiah. Mein Mann, ich weiß, du bist der beste und gut aussehendste Typ, aber... So, was ich cool finde, die können sich hier, glaube ich, an den Tisch setzen oder auch nicht. Hilfreiche Handstandtipps geben. Guck mal, Isaiah, ich zeig dir mal Handstandtipps. Am besten machst du das so, oh mein Gott, da kann ich einen Handstand, oh nein. Cool. Schneidetipps. Das kostet alles Sachen hier. Kannst du wenigstens dein Hobby nebenbei machen? Ja, kannst du. Dann machst du mal eine kurze Übungseinheit. Und wir werden jetzt noch mal von unserer Party verschwinden. Ich muss hier die Farbe noch mal ändern. Ich habe nicht gesehen, dass das blau ist. Hallo? Nee, nicht das Bett. Das da. Nee, auch nicht den Baum, meine Freunde. Nein, halt, stopp. Ja, genau das. Dankeschön. Danke, danke. So. Die Panda-Lampe ist auch sehr schick. So, dann jamme mal. Und wir gucken jetzt mal, auf welche Partys wir gehen können. Das sind schon Partys, ne? Oh, Cassie, die ist in meiner Freundesliste. Dann gehen wir da doch mal hin.
zur Studioparty. Übrigens hat die ein sehr perverses Haus, wie ihr sehen könnt. Richtig heftig. Die hat hier auch, oh, die hat sich das abgeguckt, ne? Ohne Scheiß, nein. Die baut auch regelmäßig um. Ich finde das voll cool, hier einfach lang zu gehen und zu gucken. Hier der Fernseher, Stubenbereich. Hat sie echt schön gemacht. Dann die Küche. Ist schon echt sexy geworden. Hier ist so ein richtig geiles Bad. Dann hier schön. Ich finde die Tapete voll geil, aber ich habe die, glaube ich, noch gar nicht gefunden bisher. Ja. Die hat auf jeden Fall auch einen Flur einfach eingebaut, glaube ich, ja. Was ist das denn für ein geiler Hengst? Fabelhaft. Carlos Aguila. Freundlich vorstellen. Die ganzen Türen geklacker hier, ne? So. Schlichte Schrammeltipps weitergeben. Leute, wir haben richtig viele Leute hier. An Hüder. Oh, Silas und Ivy. Oder Silas. Die hat schon gleich Level 10 erreicht hier. Die ist echt heftig, ey. Oh. Emotionszeichnen von Will, Carlos und Julie. Das sieht so geil modern bei ihr aus. Ich will auch diese Wandtapete haben. Ich habe nur so eine hässliche bisher. Ich muss die mal suchen. Ich guck gleich mal. Fit. Freundlich vorstellen. Wir müssen ja darauf achten, dass wir unsere Sticker ausgeben, damit andere Leute das auch für uns tun würden, eventuell. Was ist das denn für eine? Oh Gott, ey. Cool. Will Rich. Erstmal vorstellen. Ja, hier ist viel los, ne? Hier haben wir Nathan LaRoche. Alle sehen voll gut aus und dann kommen wir. Was ist das denn hier für einer? Der ist auch geil hier. Fabelhaft. Silas Espinosa. Wo ist denn hier die Tür? Da ist die Tür. Sie hat die Yogamatte auch dahin gelegt als Läufer. Das finde ich ganz cool. Partyspiele spielen an diesem Tisch mit Carrie, Celine und Zara. Das passt. Das sind echt geile Partyspiele. So. Du bist fabelhaft. Dara Eyoi. Eyoi oder so. Und dann die hier noch. Du bist fit. Hauptsache, man kriegt dann diese Punkte. Yeah, gute Arbeit. Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass man das hier voll kriegt. Weil es gibt ja gewisse Handlungen, die nicht so viele Party-Dings haben. So, aber du gehst jetzt wieder. Weil wir haben alles verbraucht. Und jetzt geht sie auf eine Party. Und zwar werden wir noch eine Studioparty gehabt von Niki Coco. So, die hat einen Pool. Ich hasse sie. Herumtollen. Mit Kylie. Die hat einfach einen Pool da stehen. Ich habe auch ganz viele Entendollar gesammelt und keinen Pool bekommen, ehrlich gesagt. Haben wir ihr jetzt einen Fit gegeben? Wir haben ihr einen Fit gegeben. Also ihr seht, das hat 50 Luftballons gegeben. Die hat einen Heiligenschein über dem Kopf. Racy Martino. Nee, Casey. Manche Sachen geben 55. Manche, glaube ich, auch 67 oder so, hier von den Hobbys zum Beispiel. 62. Mit Sam, Rose und Andrew. So, meine Freunde, ihr seht alle scheiße aus. Und jetzt zieht euch um. So. Dann die hier noch.
Die staubt ein bisschen. Klopf, klopf, Witz. Rosalie sieht einfach aus, ey. Ich habe überlegt, ob sie irgendwann eine Midlife-Crisis bekommen soll. Miri-Tee. Und wir dann irgendwas verändern mit ihr. Ob sie dann nur noch schwarz trägt, das wäre geil, ey. Sam Kupi oder so. Was haben wir denn hier Geiles? Ach, das ist eine Frau. Esszimmerstuhl. Nein, ich will die da anlabern. Rose Hadley. Wir haben aber keine Sticker mehr. Aber egal. So. Dann labern wir noch ein bisschen, damit wir jetzt hier die Party noch voranbringen. Und dann gucken wir mal. Die 3 Sterne haben wir. Ich habe übrigens noch richtig viele Kuchen. Aber ich heb die auf für aus der Freundesliste. So. Dann haben wir fertig. Nee, sie will nicht zur Arbeit. Sie will zu Hause Yoga machen. Nee, doch, sie kann nur arbeiten, weil sie zu Hause, glaube ich, kein Yoga machen kann. Dann macht sie noch mal eine kurze Schicht. Das schaffen wir noch hier. So, aber ich will mal nach Hause, weil hier ist ja die Party im Gange. Wir haben nämlich schon Besuch irgendwo. Oder auch nicht. Doch da. Michael from Visos oder so. Michael. Vor allem from. Michael from. So, wir gucken mal. Wer ist denn beigetreten? Val, Time Phoenix, Lisa, Iriato und Clara Jani. Cool. Safflower möchte mit dir befreundet sein, ja. Und Val auch, ja, warum nicht? So. Level 15. Wo ist denn Val da? Und Safflower. So. Ich werde noch mal einen extra Part machen, wo wir uns die Häuser mal angucken. Lol. Destiny ist der Party beigetreten. Oh yeah. So, ich wollte ja noch mal schnell nach der Tapete gucken. So. Innenwände. Bei Farbe glaube ich nicht, oder? Ja, ich habe mir hier schon fast alles gekauft. Bei Tapeten, ist das das hier? Nee, ne? Nee. Die war weiß auf jeden Fall. Hier. Das ist schon cool, aber das können wir uns, glaube ich, nicht kaufen. Doch, oh, ups. Ja, das ist jetzt leider eskaliert. Nee, ich möchte das Bad auch so machen. Aber so in Blau, weil unser Bad ist ja blau. Wobei weiß passt besser. Aber grün haben wir das, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, dann bleibt das da grün. Aber in rosa haben wir das, glaube ich, nicht. Ich will mal gucken, wie rosa hier aussieht. Huch. Doch, wir machen das. Also die hat mich da voll mit angesteckt, als ich das bei der gesehen habe. Ich musste das jetzt auch mal haben. Okay. Wir können auch eine rote Küche spontan machen, aber wir haben schon ein rotes Wohnzimmer. Deswegen lasse ich die mal so. Ja, den Rest haben wir eh noch nicht. So. Ja, meine Party läuft, ne? Es sind Leute da. Wem auch irgendwas erfüllt. Geld für zu Hause ausgegeben. Stimmt, das fehlte noch. Jetzt muss ich noch das besondere Ereignis machen, aber das mache ich, wie gesagt, offscreen dann. Er wird jetzt erstmal seine Gitarre noch ein bisschen weitermachen. Destiny möchte auch mit mir befreundet sein. Warum nicht? Destiny ist noch ziemlich am Anfang. Jetzt einen Party-Chat eigentlich.
Warum steht hier das, wenn hier nichts ist? Ich verstehe das nicht. Aber es ist schon öfters so. Ja. Ich werde jetzt offscreen einfach hier noch ein bisschen die Energie ausgeben und so und dann ihn auf das besondere Ereignis schicken. Jo, und dann werden wir uns an einem anderen Tag mal wiedersehen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.